Willkommen zurück. Immer noch als Ugu schleichen wir hier durch das Kirchenschiff. Oder durch die Kathedrale wahrscheinlich eher. Aber mir ist immer noch ein Rätsel, wie wir das denn im nächsten Raum schaffen sollen, ey. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle Mann. verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind aber alle verschlüsselt. Wir sicher sein? Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Ich kann mir denn höchstens vorstellen, dass wir irgendwie am Tisch vorbeischleichen müssen. Fakt ist, wir müssen uns hier verstecken. So können wir natürlich auch durch. Noch hat er sie doch nicht gefunden. Es geht wieder runter. Ach, jetzt sind wir hier. Mit Sicherheit müssen wir bis ganz nach vorne. Beeindruckend sieht das schon aus, ey. Vor allen Dingen, wer macht die ganzen Kerzen an? Das dauert ja Jahre. Oder vielleicht sollte ich sagen, entzündet die Kerzen, macht die Kerzen an. Hier ist einfach alles so groß. Der Mann, wer ist das? Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren.
Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Ekelhaft. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Roon wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ab geht's in den Keller. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit ihr machen? Das heißt, dann haben wir als Amicia Hugo gar nicht befreit. Dann gehörte das alles mit zur Traumsequenz. Na, das ist jetzt... Schnell! Risiko. Vergiss es. Ja.
Ich hoffe, hier ist keiner weiter. So weit konnte der auf ihm sehen. Mit Sicherheit lag da im Garten mal drum. Automatisch richtig hier laufen. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Wenn wir hier links vorbeilatschen, werden wir doch gesehen, oder? Ah, verdammt, ich dachte, hier gibt es einen Geheimgang. Soll ich wirklich in die zweite Reihe reinlatschen? Ich höre Ratten. Der bestimmt ein Biss, oder? Die Wache, der hält sich so komisch den Arm. Oh, hallo, so Ratten. Sagt mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Bleibt er die ganze Zeit da stehen? Ich achte jetzt mal gerade auf seinen Kopf. Wahrscheinlich müssen wir gehen, weil der den Kopf gesenkt hat, oder? Hey, Kleiner, hilf mir! Hilf mir! Schon wieder. Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Ist nicht zu sehen. Na gut. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich.
Da ist der. Er geht Mama holen. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Und wir machen erstmal wieder ein Völkenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.